Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha Saphir in der Wunderbar Dungeon Challenge. In der letzten Folge haben wir den zweiten Arena-Orden uns geschnappt. Die könnt ihr auch hier an meiner Weste sehen. Richtig cool. Und wir müssen jetzt noch einen Brief bei Troy abgeben. Der soll in dieser Höhle hier drin sein, in der Granithöhle. Und hier haben wir ja letztes Mal schon unser der Bischof gekauft, wollte ich fast sagen, aber gefangen. Und wir müssen auf jeden Fall Polu und Anpu. Anpu ist auch richtig wichtig. Trainieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich die Maike vorbeikommt und wir kämpfen müssen. Gegen den Typen müssen wir auf jeden Fall kämpfen. Wir haben ja bisher... Oh, ein Fahrerbiegel! Es hätte einfach einen Fahrerbiegel hier gegeben. Meint ihr, Polu wird denn überleben? Turbo-Tempo ist ja auf jeden Fall immer als erstes dran, soweit ich das verstanden habe. Und macht gar nicht so wenig Damage, weil es ein Volltreffer war. Geschwätz. Macht Geschwätze. Oh ja. Oh ja, ist leider auch sehr effektiv. Und verwirrt tut's auch noch. Aber ein Fahrerbiegel wäre richtig cool gewesen, ne? Vom Design her und so. Das ist einfach ein Künstler, Leute. Das ist einfach ein Künstler. Hä, hey, du bist ja gar kein Typ. Ich dachte, ich muss gegen dich kämpfen. Hey, du, dort vorne wird es schrecklich dunkel. Das macht das Erkunden ganz schön schwierig. Aber das Motto von uns anderen heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du jetzt das hier von mir. Oh ja, Akrobatik. Das bringt mir richtig viel in einer dunklen Höhle. Er hat mir einfach Akrobatik gegeben. Ich soll jetzt hier wie Kim Possible durch die nächste Höhle durch, oder was? Guck mal, hier gibt es coole Wandmalereien. Das finde ich sehr cool. Was ist das? War das Kyogre? Ich glaube, das ist alles Kyogre. Ja, ja, macht Sinn. Das Wasser sieht ein bisschen komisch aus, das Kyogre, aber es ist, glaube ich, Kyogre. Ja. Und der schleudert Meteor auf die Welt und tötet alle Menschen. Könnt ihr fast schon aus The Legend of Zelda stammen. Von der reinen Bildgewalt dieser Waldmalerei aus zu urteilen, muss dieses urzeitliche Pokémon in grauer Vorzeit über ungeheuerliche Kräfte verfügt haben und seine Form erst sie ähnelt der uns bekannten Mega-Entwicklung. Aber irgendwas an ihr ist anders. Hä? Was willst du denn? Ich bin Troy. Ich sammle Steine. Oh, du hast einen Brief für mich? Gib mal. Ja, bitte. Gut, ich muss nun aber weg. Bis bald. Oh, da bist du ja wieder. Hast du den Brief abgegeben? Ich mag dich zwar nicht, aber ich habe eine Nachricht von der Devon Corporation erhalten. Schau doch mal in Graphitport City nach. Da wären wir nun. Guck mal, da drüben sind ein paar Pekkos. Hallo, ihr Pekkos. Oh, die Pekkos mögen mich nicht. Sad Life. Und der Typ sieht so aus, als wenn er kämpfen möchte. Hallo, wollen Sie vielleicht kämpfen gegen mich? Oh, Muskelprotz. Champion Jimmy. Der ist einfach schon Champion. Wenn ich den jetzt besiege, bin ich dann der neue Champion. Ein Zwirrlicht hat er. Level 15. Wow, okay. Ist gar nicht so unwild, ne? Ist Unlicht gegen Unlicht gut? Ich probiere es mal aus. Ich habe leider gar keine Ahnung. Vielleicht... Doch, es macht anscheinend Damage. Dann ist das, glaube ich, auch sehr effektiv. Ja. Unlicht gegen Unlicht ist sehr effektiv. Das ist sehr gut. Schlecker wird auch Unlicht sein. Ist uns scheißegal. Und dann ist YOLO auf jeden Fall auch Level 16. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ah, Route 109, by the way. Das heißt, wir können hier auch wieder ein neues Pokémon fangen, wenn wir denn wollten. Ich guck mal, bevor ich angel, ob es hier vielleicht irgendwie noch andere Pokémon gibt. Yo, Trainer, bist du in Eile? Musst du wieder fort? Erfrisch dich doch an Papas Ort. Ja, Papas Ort. Langweilige Kämpfe sind reine Zeitverschwendung. Es sind die leidenschaftlich feurigen Kämpfe, die Trainer und Pokémon weiterbringen. Oh, ist das nicht voll neu? Dieses Schwertding. Hat das Zakaria, Zakian im Mund? Nee, ne, ist ein anderes Schwert. Auch Level 15. Wir können ihn erstmal Donner wählen, wenn das funktioniert. Wenn er keine starke Attacke drauf hat, dann können wir mal auswechseln. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er einfach Stahl sein müsste. Erstauner. Erstauner macht er schon mal... Macht er schon mal Damage auf jeden Fall. Toll, toll. Erstauner ist ja schon mal eine richtig gute Attacke. Okay, dann glaube ich, müssen wir doch Fly einwechseln. Klammergriff, immer diese starken Dinger. Klammergriff sollte aber gar kein Damage machen. Dafür trifft es wahrscheinlich häufiger, nicht wahr? Ja, ist so wie Wickel. Okay, okay. Setzen wir eine Bohnenattacke ein und ich hoffe, der kann nicht fliegen, weil das wäre dumm. Kann er anscheinend nicht. Oh, sehr effektiv, aber es macht halt gar kein Damage. Weißt du, er wird sehr viel Verteidigung haben. Aber der wird jetzt nicht mit... Ah, wenn er gleich wieder seinen Abschlag oder da macht, dann kann das schon viel Damage machen. Ich probiere trotzdem nochmal einen Dampfwalz aus in der Hoffnung, dass er einfach absolut gar nichts macht. Schade, dass es kein Volltreffer war. Fly ist ja eigentlich immer gut für Volltreffer. Und ich glaube, weil er diese Wickelattacke eingesetzt hat, kann er auch gar nichts anderes mehr machen. Ist das so eine Attacke? I don't know. Das ist ein bisschen risky, aber wenn wir einfach als Erster dran sind, ja. Okay, dann haben wir es zumindest. Hat die einfach so ein komisches Schwert hier, ey. Drei sehr effektive Attacken, um den zu vernichten. Ist schon wild, ist schon wild. Oh ja, da war Feuer drin. Oh.
Der geht ja richtig ein ab. Das hier sieht aus wie eine Stadt. Ah, Graffitport City. Einfach so ein Markt. So ein offener Markt. Hi, kennst du die TM-Attacke Geheimpower? Komm in unsere Gruppe und du bekommst sie. Hier gibt's einen Pokémon-Fanclub. Alter, alles einfach vergoldet. Was ist das denn für ein geiles Pikachu hier hinten? Das ist ja der Wahnsinn. Ein Pikachu im Adelskostüm? Lol. Oh, wow, du bist ja sehr eng mit deinem Zapladin. Es heißt YOLO King? Ich habe eine Idee. Ich mache nämlich gerade eine Umfrage zum Thema Pokémon fürs Fernsehen. Würdest du mir eine Frage beantworten? Ja, sicher. Wie hast du dich gefühlt, als du Zapladin zum ersten Mal gesehen hast? Nee, die Schuppen sind mir nur so von den Augen runtergefallen, also habe ich mich schuppaugig gefühlt. Was für eine merkwürdige Antwort. Aber gut, dann noch einen schönen Tag. Oh nee, hier gibt's auch das Pokémon-Wettbewerb-Ding. Oh, wollen wir an einem Wettbewerb teilnehmen, Leute? Oh, ich habe richtig Bock auf einen Wettbewerb. Ich glaube sogar von der Story... Lol. Ich glaube sogar von der Story her muss man das mal machen, oder? Ja, ich habe das so geliebt in Diamond and Pearl. Wenn das hier genauso ist... Oh, ich habe richtig Bock. Let's go. Oh, du hast noch keine Wettbewerbskarte. Dann kannst du leider nicht teilnehmen. Bonnie, ich brauche eine Karte. Hallo, gibst du mir eine Karte? Er gibt mir keine Karte. Wo kriege ich denn jetzt eine Karte her? Bitte, schenken Sie mir eine Karte. Hallo, haben Sie eine Karte für mich? Hey, wer bist du? Ich bin Boomer. Der Captain ist gerade nicht da. Er ist im Ozeanmuseum. Hallo, haben Sie eine Karte für mich? $50 kostet das. Ja, okay, ihr Halsabschneider. Hä, hey, du schon wieder? Was hast du hier verloren? Was, wer ich bin? Ich bin das Mitglied von Team Aqua, das du zweimal in Grund und Boden gestampft hast. Hier, das ist für dich und dann lässt du mich in Ruhe, ja? Ja, Ladungsstoß. Da haut er ab. Ja, verschwinde schnell, sonst vernichte ich dich noch ein drittes Mal. So. Hier kann man sogar noch einen Film gucken. Let's go. Das wird wieder so ein Film sein, der einfach viel zu laut ist, wo man gar nichts hört. Und der immer wieder neu startet. Man kennt's aus Museum. Man kennt's. Danke für die Devon-Waren. Jetzt kann unsere Expedition endlich losgehen. Hey, nicht, wenn wir da noch ein Mörchen mitzureden haben. Gib sofort die Devon-Ware rüber, aber Dalli. Oh, der ist Level 16, Digga. Aber eigentlich haben wir YOLO vorne. Das ist ja dann perfekte Musterwald. Der sollte einfach nur Fisch sein. Und Fisch ist meistens Wasser. Fische können ja allgemein nichts. Leute, Fische können auch gar nichts. Ah, fertig gemacht von einem Kind. Was für eine Pleite. Mann, was bist du denn für ein Waschlappen, Bro? Dann komm mal her, Kleiner. Ja, wenn du auch auf die Fresse bekommen willst, let's go. Ich dachte, ich bin der einzige Trainer in dieser Welt, der ein Taubsi haben kann. Wie konntest du das ein anderes Taubsi meistern? Aber auch da ist YOLO King tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben voll Glück, dass wir YOLO vorne haben. Guck mal einfach. One-Shot. Die sterben halt schneller als die Mutter von Bambi. Das riecht heftig. Ein Datiri. Hört sich ja fast an wie Dratini. Ich habe gar keine Ahnung, was ein Datiri ist. Wir bleiben mal bei YOLO. Quasi das Taubsi der dritten Generation? I don't know. Nur Level 14. Auf jeden Fall ist da auch YOLO richtig gut. Ich glaube, gegen Team Aqua allgemein ist YOLO... YOLO. Sehr, sehr gut. Tja, Bro, und was machen wir jetzt? Oh nein, der Team Aqua-Boss. Richtig der Pirat einfach. Du hast also mein Team Aqua besiegt, oh Mann. Für einen Rotzlöffel wirkst du ziemlich gewieft, Kleiner. Ich bin Adrian. Ich bin der Anführer von Team Aqua. Alles hat ihren Ursprung im Wasser. Und wie behandeln wir Menschen die Meere? Wir ruinieren sie, indem wir unseren Müll hineinkippen. Das ist überhaupt nicht öko und voll Kacke. Warum ich dir das erzähle? Naja, du sollst für die Fehler der Menschheit büßen. Du bist quasi Jesus. Aber heute habe ich keine Lust für meine Öko-Bilanz mich einzusetzen. Deswegen kommst du ungeschoren davon. Aber wenn du uns noch einmal in die Quere kommst, werden wir dich mit Müll bewerfen. Und dann siehst du auch aus wie der Ozean. Leute, kommt mit. Nein, ich will nicht aussehen wie der Ozean. Nun denn, Dizzy, lass uns zurückgehen. Wir müssen den Meeresgrund expedieren. Hey, da drüben sind Xenia und Xeblu. Sie drehen irgendwas. Im Ernst, Xenia? Ich komme. Einfach das 0815 Anime-Girl. Oh, hallo alle zusammen. Meine Altaria Xebli und meine Wenigkeit sind hier zur Wettbewerbshalle von Granitport City gekommen, um ordentlich Spaß zu haben. Jetzt geht's rund. Gleich fliegen hier die Funken. Xenias wunderbare Talentsuche. Oh, hallo du. Du machst aber ein verwundertes Gesicht. Hast du schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen? Nein? Ah, genau das wollte ich hören. Dieser Trainer hier ist mein auserkorener Kandidat. Und sein Name ist... Dizzy. Und damit du an den Wettbewerben teilnehmen kannst, kriegst du von mir eine Wettbewerbskarte. Woo! Also dann, Dizzy, viel Glück. Ja, cool, dann können wir ja doch nochmal hier mit teilnehmen. Das finde ich gut. Let's go, ich habe richtig Bock. Hallo, ich habe jetzt eine Wettbewerbskarte.
Kommst du noch einmal kurz mit mir mit, Dizzy? Nein, die Nummer schon wieder. Aber du willst mir nicht deinen Hasen zeigen, ne? Nein, kein Hase. Ich möchte dir nur ein Geschenk machen. Hihihi, es geht doch ganz schnell. Ah, oh, das muss Schicksal sein. Oh, tut mir leid. Das ist wohl mal wieder mit mir durchgegangen. Okay, ja, war ganz geil. Ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, ich habe jetzt eine Girlfriend hier. Ah, oh, du bist so cool. Und dein Ding stand so dermaßen gut. Ich krieg mich ja kaum noch ein. Senpai! Oh nee, jetzt habe ich so eine crazy Senpai-Tusse an meiner Seite oder was? Oh nee, gar kein Bock. Aber sie zwingt mich dazu, hier mitzumachen. Let's go. Oh mein Gott, schöner Wettbewerb! Im Normalrang. Oh, ich habe das so geliebt bei Diamond and Pearl. Ich hoffe, das ist hier genauso cool. Teilnehmer 1, Erik und Zubat, meine ich natürlich. Aber er hat ihn anscheinend umbenannt. Woo, Zubat! Ja, Zubat ist das beste Pokémon. Teilnehmer 2, Manfred und Bubum. Bubum ist langweilig. Wer mag denn schon Bubum? Oh, die jubeln sogar noch mehr bei Bubum. Der macht doch absolut gar nichts. Teilnehmer 3, Virginia und Wingel. Okay, das ist cool. Also wenn der nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Ach du Scheiße, das ist richtig krass. Alter, okay, das Wingel muss gewinnen. Ich bin sowas für das Wingel. Ach Mist, ich bin ja auch ein Teilnehmer. Dizzy und Scorf. Wow, ich bin Score. Ich mache nichts Besonderes. Und wir kriegen gar keinen Applaus. Score, streng dich doch mal ein bisschen mehr an. Kunststückrunde, los geht's. Okay, wir verzaubern das Publikum natürlich mit der Teruk-Träne. Dann lieben sie uns nämlich alle. Teruk-Träne. Jawohl, er heult einfach. Und wir sind sogar auf Platz 1 momentan. Guck mal, so hübsch. Also wenn es da keine Herzen prasselt, dann weiß ich auch nicht. Doch, Blick. Was setzen die denn für doofe Attacken ein? Das ist doch eher gruselig als alles andere. Flammensturm! Also wenn das nicht die krasseste Attacke aller Zeiten ist, dann weiß ich auch nicht. Nur zwei? Was ist das denn für ein scheiß Publikum? Nein! Hä? Was ist passiert? Das war's! Kommen wir zur Auswertung. Da bin ich immer sehr gespannt. Okay, wir sind zumindest... Wir sind Erster geworden! No way! Score! Du bist der Schönste und Hübscheste von allen! Guck's dir an! Crazy Girlfriend, ich hab gewonnen! Was sagst du dazu? Oh ja, geil, Dizzy! Gratulation! Du warst fantastisch! Oh, gar nichts dafür bekommen, dass ich gewonnen habe.